Ich bin Projektheld. Und in diesem Video bauen wir wieder ein elektrisches Longboard. Das hier ist mein erstes elektrisches Longboard, was ich gebaut habe. Das Video, falls ihr noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch unbedingt noch anschauen. Da erkläre ich auch alles Grundlegende dazu. Und jetzt mache ich das Ganze ein bisschen schneller. Aber was ich jetzt baue, ist eben die Version 2.0. Das heißt, ich möchte euch erklären, was bei dem Longboard noch nicht ganz so gut war und was ich verbessern möchte. Und vorneweg, die erste Sache, die ich auf jeden Fall verbessern möchte, ist die Endgeschwindigkeit. Mit dem Board konnte ich ungefähr 20 km/h fahren. Mein Ziel ist aber eigentlich, dass ich E-Bike-Fahrer überholen kann. Das heißt, ich muss schneller als 25 km/h fahren. Das versuche ich jetzt mit dem neuen Board hinzubekommen. Und ob das Ganze funktioniert, seht ihr wie auch beim letzten Mal am Ende vom Video, wo ich dann eine Probefahrt mache. So, als erstes baue ich mal wieder das Hoverboard auseinander, baue mir die Motoren aus und zerlege alles bis auf den Rahmen. So, das Auseinanderbauen habe ich jetzt ein bisschen schneller gezeigt. Falls ihr es ausführlicher sehen wollt, verweise ich nochmal auf das erste Video. Da habe ich alles wirklich ziemlich langsam erklärt. Also, falls ihr da auch ein paar Hilfestellungen braucht, wie man das Hoverboard richtig auseinanderbaut, dann schaut es euch am besten da nochmal an. Was ihr am Ende haben solltet, sind die zwei Motoren, diese Klemmklötze hier und die Rahmenteile. Und bei dem Rahmen brauchen wir eigentlich bloß hier oben dieses kleine Viereck, wo quasi das ja auch davor draufgeschraubt war. Das sägen wir jetzt raus, genauso wie beim letzten Mal auch. Und dann können wir das da drauf klemmen. Danach müssen wir nochmal zwei von diesen Klemmklötzen hier selber basteln, quasi aus einem Stück Metall oder irgendwas. Und dann können wir das Ganze auch schon wieder zusammenbauen. So, und natürlich fragt ihr euch, was jetzt bewirkt, dass das Longboard am Ende schneller fahren soll. Das möchte ich euch kurz erklären. Das hat nämlich mit den Motoren zu tun. Vielleicht habt ihr es vorher schon gesehen. Das Hoverboard war ein bisschen anders als die anderen, die ich hatte. Es war nicht so rund, sondern so ein bisschen eckiger und das Wichtigste ist eigentlich das Gummi, was auf den Rädern drauf ist, beziehungsweise generell die Räder. Da steht nämlich außen nicht 165 x 45 drauf, sondern 200 x 45. Das heißt, es ist einfach ein größerer Durchmesser vom Rad und wenn man sich das einfach mal anschaut, haben wir einmal das kleine Rad mit 165 mm Durchmesser und dann haben wir jetzt das größere Rad. Mit 200 mm Durchmesser. Und was ist da jetzt der Unterschied? Der Umfang von dem Rad berechnet sich ja mit 2 mal R mal Pi. Jetzt haben wir schon den Durchmesser, das heißt Durchmesser mal Pi ist der Umfang. Die Umdrehungsgeschwindigkeit, also die Umdrehung pro Minute von den beiden Motoren, ist komplett identisch. Ich habe schon gemessen, ich habe so ein kleines Drehzahlmessgerät, mit dem habe ich das Ganze überprüft. Die neuen Motoren drehen sogar noch einen kleinen Ticken schneller, aber auch nur im Leerlauf. Am Ende hängt es von der Batteriespannung ab, aber ist völlig egal. Das ist ungefähr gleich, aber wenn jetzt der Durchmesser größer ist, dann ist auch die Endgeschwindigkeit größer und das Ganze ist ein linearer Zusammenhang. Das heißt, wir können das Ganze einfach ausrechnen. Die 200 mm Durchmesser durch 165 mm Durchmesser, da kommen wir auf 1,21. Das bedeutet 21% schneller, was sich schon mal ziemlich gut anhört. Und bei 20 km/h mal die 1,21 kommen wir ungefähr auf 24, irgendwas km/h. Bedeutet fast 25. Ich würde das Ganze aber mal ausprobieren und am Ende messe ich mal mit dem GPS, wie schnell ich wirklich war. Ich glaube, wir kommen den 25 ganz schön nahe. Bei den Motoren ist mir gerade noch aufgefallen, dass der Durchmesser von dem Motor selber eigentlich genau der gleiche ist wie bei den anderen Motoren auch. Der Unterschied ist wirklich bloß das Gummi. Man kann hier hinten die Schrauben aufmachen und hinten die Platte wegziehen. Dann kann man auch das Gummi abziehen. Das habe ich auch schon selber mal ausprobiert, weil ich mir anschauen wollte, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, man könnte theoretisch auch, falls es sowas im Internet zu kaufen gibt, einfach nur hier außen das Gummi kaufen und es auf euer schon gebautes Board draufziehen. Dann müsste es theoretisch auch schneller fahren. Können wir mal ausprobieren. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe jetzt auch schon die Motoren. Das heißt, ich baue mir jetzt einfach ein neues Board und dann kann ich es nämlich auch 1:1 vergleichen mit dem alten Board. So, hier habe ich jetzt alles. Einmal die zwei Klemmklötze, die ich noch gemacht habe. Dafür habe ich diesmal bloß 6 mm dickes Stahl genommen. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, 12 mm genommen. Die vom letzten Mal halten ohne Probleme. Das heißt, wenn ihr noch mal sicher gehen wollt, dann nehmt lieber 12 mm dicken Stahl.
jetzt mit den 6 mm probiere ich es einfach mal aus und wenn es nicht klappt, dann muss ich dann nochmal machen. So sehen die Klötze aus, die ich aus dem Hoverboard rausgefeilt habe. Kennt ihr bestimmt auch noch aus dem letzten Video. Und jetzt werde ich die Räder an die Achsen ranklemmen. Dafür muss ich bei den Achsen noch ein bisschen was abfeilen, weil ich es diesmal nicht vorne auf den dünnen Teil von der Achse draufklemme, sondern weiter in die Mitte auf den dickeren Teil. Und es ist einfach ein bisschen eine andere Achse hier bei dem Board. Das müsst ihr auch bei euch gucken, wie das halt eben passt. Vielleicht mal ein bisschen nachdenken und überlegen, wie das natürlich dann Sinn macht. Und genau, das feile ich jetzt ab. Dann klemme ich die Räder drauf und dann geht es gleich noch an die Elektronik. Rein mechanisch hält das Ganze schon mal. Jetzt kümmere ich mich um die Elektrik, die schraube ich alles drunter und das ist eigentlich auch kein großer Aufwand. Ich habe mir ein paar Teile 3D gedruckt, aber das zeige ich euch jetzt mal. So, als erstes sollte man sich überlegen, wo der Akku hin soll. Dafür gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal unten drunter, das ist natürlich besser, weil es dann keiner sieht. Sieht ein bisschen cooler aus und wenn die Polizei euch anhält, weil das Ganze natürlich eigentlich nicht erlaubt ist, kommt man damit auch ein bisschen besser weg. Und die andere Möglichkeit ist, den Akku oben drauf zu setzen. Dadurch sieht man ihn, sieht nicht ganz so cool aus, aber wenn man jetzt vorhat, vielleicht ein bisschen mehr durchs Gelände zu fahren oder so wie ich am Ende vom Video, wo ich ein bisschen durch den Wald fahre, da macht es auf jeden Fall Sinn, den Akku oben drauf zu montieren. Dann gibt es die Steuerung, das ist genau dieselbe vom letzten Mal. Ich habe die sogar von einem anderen Board runtergemacht, weil ich mir für das andere Board noch was Neues überlegt habe, was ihr dann in einem der zukünftigen Videos noch sehen werdet. Und für die Steuerung habe ich mir so ein 3D gedrucktes Gehäuse gemacht, einfach um die ein bisschen vor Dreck, Steinchen und vielleicht auch ein bisschen Spritzwasser zu schützen. Ich würde euch aber empfehlen, mit dem Board bei Regen generell nicht zu fahren, aber falls die Straße noch ein bisschen nass ist, dann soll es auf jeden Fall helfen, wenn da ein paar Wassertropfen drauf gehen, dass sie nicht direkt an die Platine rankommen und irgendwas kaputt geht. Für den Akku habe ich hier noch so eine kleine Schale 3D gedruckt, wo man den reinlegen kann. Und später nehme ich dann noch einen alten Fahrradschlauch, den ich dann mit großen Unterlegschrauben auf das Board drauf schraube und dann den Fahrradschlauch einmal oben drüber mache. So hält der Akku super und man kann den Akku auch austauschen. Ich habe mittlerweile schon 4 Akkus und mit 4 Akkus, mit denen man jeweils ungefähr zwischen 10 und 15 Kilometer weit kommt, kann man schon eine beachtliche Strecke schaffen. Und das Coole ist auch, wenn man mit seinen Freunden fahren geht, und bei einem geht der Akku leer und der andere hat noch einen Akku und dann kann man den einfach kurz austauschen. Und in dem Gehäuse ist der Akku auch gut geschützt, weil der auch vor mechanischer Belastung auf jeden Fall geschützt sein sollte, falls er mal irgendwie runter oder rausfällt. So, wenn alles fertig montiert ist, dann könnt ihr hier die Stecker für die Motoren einstecken. Diese Sensorkabel hier, die braucht ihr nicht. Die kann man theoretisch auch anstecken, aber leider habe ich bis heute noch nicht rausgefunden, wie man die richtig anschließt. Ich habe schon auf verschiedenste Art und Weisen versucht. Es hat nie geklappt, deswegen habe ich es einfach gelassen. Es fährt auch ohne ziemlich gut. Und genau, hier drüben genau dasselbe. Einmal Strom verbinden. Dann kann man es einschalten. Die Fernbedienung auch einschalten. Die Fernbedienung hat noch so einen Pairing-Button irgendwo. Hier unten so ein Loch. Und die Steuerung auch. Je nach Steuerung ist immer wieder ein bisschen unterschiedlich, wie man das machen muss. Mal muss man den drücken, dann die einschalten, dann das wieder ausschalten. Einfach ein bisschen rumprobieren, das geht meistens am schnellsten. Oder beim Hersteller nachfragen und mal schauen, ob die Anleitung funktioniert. Wenn ich jetzt Gas gebe, dreht sich auch schon was. Aber wie man sehen kann, drehen sich die Motoren in verschiedene Richtungen. Also der hier dreht nach vorne, der hier dreht nach hinten. Bedeutet, ich kann jetzt einfach hier drüben zwei ausstecken und vertauscht wieder anstecken. Dann stimmen die Farben nicht mehr, ist aber nicht schlimm, aber dadurch ändert er seine Drehrichtung. Die Stecker schön fest ineinander stecken, ansonsten werden die nämlich ganz schön warm. Ich werde nachher noch mit Kabelbindern die Kabel hier ein bisschen fixieren, dass sie auch unten bleiben. Nicht, dass mir da irgendwie mal ein Ast dran hängen bleibt an den Kabeln. Und wenn ich jetzt Gas gebe, seht ihr, dass die Motoren in dieselbe Richtung drehen. Gut, dann bin ich jetzt ready für den Test.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Servus, ich bin zurück von der Probefahrt und es hat alles super funktioniert. Die Drohnenaufnahmen sind, finde ich, richtig cool geworden. Und bei dem Board hat auch alles gehalten. Ist alles noch dran. Den Akku habe ich jetzt oben drauf. Den will ich aber erstmal oben drauf lassen, weil oben drauf ist einfach ein bisschen sicherer, gerade auch weil ich gerne im Gelände fahre. Wie gesagt, müsst ihr euch selber überlegen, wo es euch lieber ist. Das 6 mm starke Blech hält auch noch super. Also ich bin jetzt ein paar Mal gefahren, auch manchmal wirklich richtig durch den Wald und über Stock und Stein. Das hat auf jeden Fall die ganze Zeit ausgehalten. Das ist super. Und jetzt kommt natürlich noch die Rückmeldung zu der Höchstgeschwindigkeit. Also was, denke ich mal, die meisten auch ein bisschen interessiert. Wir haben das Ganze nicht mit dem GPS gemessen, aber wir haben es direkt mit einem E-Bike getestet und sind damit einmal auf einer geraden, ebenen Strecke entlang gefahren. Und es war haarscharf, aber leider muss ich sagen, dass das E-Bike um 0,5 km/h oder sowas schneller war, also wirklich minimal. Man konnte ewig nebeneinander herfahren, aber auf die Dauer hat man gemerkt, wie es doch ein Ticken schneller war. Kann am E-Bike liegen. Auf jeden Fall bedeutet es, dass ich hiermit noch nicht fertig bin
Und wer von euch schon das neue Hoverboard-Rad hier gesehen hat, der sollte auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Das wird nicht das letzte Video zu einem elektrischen Longboard gewesen sein.